So, hallo und herzlich willkommen hier wieder zu den LS22 auf der Ollihausen. So, wir machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir haben uns hier eine Presse erstmal organisiert, ausgeliehen, weil diesen dicken Schwarthaufen hier, den haben wir mit der Presse erstmal gepresst. Beziehungsweise versucht. Dann habe ich mir noch eben, guck mal, hier liegt immer noch so ein Riesenberg. Da habe ich mir den LKW dort gemietet, um schon mal ein paar Ballen einzusammeln. Der andere Autoload-Anhänger in der ersten Folge, der war ja zu groß für die Map. So, dann beschäftigen wir uns hiermit erstmal hauptsächlich, um die Ballen hier wegzukriegen. Immer noch von diesem Fehler. Und kümmern uns in der Zwischenzeit um die anderen Felder. Feld 35 hatten wir geprobert. Hochballer. Ah, der stört jetzt da der Ballen. Lassen wir erstmal kurz drinnen da. Der ist fertig. Das gucken wir mal. Welchen hatten wir noch? Ist hier was drin? Ach, hier ist er noch. Nö. Die Windfelder. Aber ich mal im Shop. Bringen wir den erstmal weg hier. Steinsammler brauchen wir denn noch? Ob das gerade so? Nehmen wir hier gleich. Ausklappen, da passt er hier aber nicht hin. Oder? Ne, hier passt er denn nicht hin. Hier passt er. Schauen wir erstmal da rein. So, dann checken wir den zum Shop. Ich glaube, wir müssen uns noch einen Steinsammler kaufen. Gehen wir dahin. So, den machen wir ja. Kümmern wir uns auch noch um den. Sollen wir erstmal den. Die Beine hier wegmachen. Den hier schon einsammeln. Mal absetzen da. Fahren wir mit dem noch mal weiter hier.
Die Passe gehen wir nachher dann auch wieder ab später, ne, wenn wir hier fertig sind. Haben wir jetzt ja wirklich nur geholt für dieser Schwart hier. Blinker fahren auf dem Feld ist out. Gucken, können wir hier rüberfahren? Ohne dass er meckert? Ja. Können wir Gott sei Dank machen. Bei den LKW werden wir, denke ich mal, behalten, beziehungsweise später kaufen, weil der macht sich für die Map hier echt ganz gut und überall rum. So, dann fahren wir den nochmal. Den wollten wir nochmal auf der Map gucken, was wir hier alles auf dem Hof hatten. Wir hatten hier eine Futterproduktion. Von hier können wir gleich hier gucken. Stroh haben wir schon 1 Million. Allein nur von dem Feld. Ne? Da Tiere hatten wir, Hühner. Getreide ist noch im Grün. Da. Stroh brauchen sie nicht. Elektrische Ladung. Da könnten wir schon mal Stroh fahren. Und hier können wir Stroh fahren. Aber erstmal brauchen wir elektrische Ladung, ne? Also dahin. Jetzt hat er hier wieder so komisch gepackt. Ja, der ist voll. So, haben wir hier was? Auf dem Hof. Gucken wir mal Produktion, Starthof. Dünger, Kalk, Saatgut, Tierfutter. Was haben wir hier? Hochsiedlung, Hoftankstelle, Waschplatz. Gras. Elektrische Ladung. Ich fahr mal dahin und dann gucken wir mal. Sollen wir mal gucken, was er da macht, was er da findet. Derzeit machen wir hier noch ein bisschen weiter. Hier meckert er rum, okay. Jetzt müssen wir mal
wie wir dort Frucht fahren. Aber er hebt trotzdem auf, ne? So, Sammelratte gleich weg und dann haben wir das fertig. Und den Traktor, den haben wir ja auch ausgeliehen, ne? Den geben wir dann auch wieder zurück. Der LKW muss dann eigentlich auch bald langsam wieder da sein. Ich weiß gar nicht, hatten wir überhaupt ein Grasfeld hier gehabt? Ja, hier hinten. Da. Ach, das müssen wir auch noch düngen. Düngen und kalken. Zu viel Arbeit. Er steht vor fast aus der Tür. Ach Mann, der hat ja wieder Öffnungszeiten. Shit. Ja. Gut, dann ist erstmal zu. Aber Gras haben wir hier noch für die Fabrik. Aber Gras brauchen wir nicht, wir brauchen hier Silage. Müssen wir uns auch dazu kaufen, denn Mineralfutter, na gut, da brauchen wir Mist und so was. Kalk, Steine. Und der hat auch Öffnungszeiten, oder? Nee. Warum fährt er nicht? Kommt er nicht rum, oder? Was ist ein Problem? Ja, die gehört uns doch, oder? Ja, die gehört uns. Oh, schon voll. Passt nicht gerade für wenn du. Also gucken wir mal nach.
Das ist voll. Hackschnitzel, Rindermulch. Wo kriegt Rindermulch her? Ist gar nicht so leicht, ne? Noch wen noch was auf der Karte? So, an Produktion, die wir gebrauchen können. Bauernmarkt, also Mistsalat, Müslifabrik, Sägewerk. Rindermilch, Rohstoffe. Da brauchen wir bestimmt das Sägewerk, oder? Oh, 10.000 ist? Kaufen wir uns doch. Oder zum Verwalten. Rindermilch lose. Ja, gut. Tretet her. Wo kriege ich das her? Das Sägewerk ist ja bestimmt teuer. 130.000. Wollen wir uns auch mal. Weil wir müssen gucken, was wir brauchen, ne? Ja, und da muss ich. Holz. Holz. Müssen wir hier dazu kaufen ein bisschen. Da ist denn das hier alles. Oha. 10.000. Machen wir 10.000 für 4.000. Können wir jetzt schon mal starten. Aktivieren. Und das läuft schon, oder wie? Er meckert jedenfalls nicht rum. Es scheint zu reichen. So, jetzt haben wir aber so gut wie kein Geld mehr. Und ein Waldstück gehört uns wohl auch nicht. Hier haben wir Wald. Brauchen Waldstück, ne? 200, 500. Steht denn da? Fruchtlandwasser. T zum Beispiel. Das können wir uns dann holen, ne? Das Stück Wald hier. Das werden wir uns dann auch holen, wenn es soweit ist. Wir können doch eigentlich noch eine Mission machen, denn mal gucken mal nach. Neue Verträge, Düngen, Ernten, Hafer. Hafer, Weizen. Vor allem mit so einem riesen Gerät, ne, auf der Karte hier. So, Feld 59. Dann brauchen wir ihn hier wieder. Er kann dann wieder auf den Hof fahren. Weil wir können uns ja noch nichts holen, ja. So, was machen wir mit ihm hier? Eigentlich zu Silage erstmal rein. Ich messe bestimmt jetzt Ballen aus.
Ja, jetzt rumpeln, schmeißt er die raus. Mal hier jetzt Quaderballen mit 220. 22 Ballen, also viel brauchen wir nicht. Dann mal 10 Ballen. Das ist gut. Kommen die? Ach, da hinten. Cool. War nicht schlecht. So, dann können wir vorerst nicht düngen. Ach so, wo wollte ich ihn hinschicken? Da nicht, da war es ja auch nicht. Dünger. Strom ist voll. Schweinefutter, ne? Jupp. Immer sagt gut, Tierfutter. Alles wieder hängen geblieben hier. Den Baum nehme ich weg hier. Müssen wir daran denken, dass wir den Baum hier mit runternehmen. Also das ist mir hier nicht. Was macht er denn da? Jetzt hat er einen Weg. Komm mal hier mal kurz weiter. Den sammeln wir gleich noch auf. Man kann mit Stroh eigentlich verkaufen, ne? Gut. Ne, wir packen das erstmal im Lager rein und dann. So, wenn er hier steht. Achso, er kommt von der anderen Seite, okay. Gut, okay, mein Fehler. Tor geht auch nicht auf, ne? Also das ist mit dem Tor, das müssen wir mal gucken hier. Mit der Kollisionserkennung drin. Aber 19er. Dann funktioniert das auch, ne? Kollisionserkennung 2019 und dann läuft das. Bei Ihnen anscheinend nicht. Das war jetzt einheitlich drin, ne? Ja. Ich weiß nicht, wo will er denn hin? Ich
Wie ist er hier hingekommen? Shadow, der hat es in sich. Der Drescher mag mich irgendwie nicht hier. Fahr bitte weiter. So, wo soll der überhaupt hin nachher? 950 Getreidemühle. Schon wieder eine Produktion, oder? Oder? Getreidehandel oder? Ne, Getreidemühle. Was macht er denn hier? Warum macht er das nicht? Ach, hätte ich ja falsch geschickt. Nimmt er dich drauf? Na? Oder nicht? Alles klar. Warte mal. Nee. Der Wurm ist heute im Boden. Machen nicht. Das kann nicht sein. Mal testen können wir, ne? Mit dem ist wahrscheinlich gar nicht möglich, oder was? Was hat er genommen? Mal gucken, wie sind hier. So ist gar nicht eingefahren.
Mal gucken, ob er das lose nimmt dann. So, Feld 35 war das. Ja, das wird noch viel Anspruch, Zeit in Anspruch nehmen hier, um alles zu verstehen. Mann. Überall hat er hier Kollisionen. Das kommt ja nicht rum, ne? No, 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 no. Eieiei. Ich verstehe das nicht, wo ihr lang bin hier. Das ist mir unbegreiflich, was mit dem Drescher los ist hier. Das ist eine Tortur hier. Gut, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder einen Kommentar da. Bis dahin zum nächsten Mal. Tschüss.